So, willkommen zurück zu Star Trek Online. Vielleicht muss ich das mehr wie so ein Roboter aussprechen. Ich find's vielleicht cooler. Star Trek Online. Ja, in der letzten Folge haben wir ja viel Geschwafel noch zum Ende, weil ich nicht rüberbeamen wollte, weil das jetzt wahrscheinlich wieder die Folge gesprengt hätte. Ich versuch mich krampfhaft an meinen 15 Minuten festzuhalten, weil... aus Gründen. Also das ist so eine passende Zeit einfach. Die Folgen sonst werden ein wenig zu lang oder so. So, ja, wie gesagt, das mit dem Upgraden, das machen wir auch nochmal. Da schaue ich mal zu, was ich so... ne? Ob das funktioniert? So, aber... ach, das ist der Schein meiner Lampe. Ich weiß auch nicht, warum er nicht mitkommt. Weißt du, der lässt uns jetzt hier... na, ist egal. Feigling! So, beamen wir rüber. So, Schluss mit dem Gesabbel. Jetzt wird geschossen. Das ist also ein thylianisches Schiff. Da müssten ja diese komischen anderen Typen auch in Schutzanzügen unterwegs sein. Ja, ich glaube, die haben Schutzanzüge. Sieht, glaube ich, danach aus. Ja, haben sie an. Ganz so hart sind sie denn doch nicht. Überraschung! Autsch, autsch! Haut's weg, haut's weg! Halt ja überhaupt nichts aus, Alter! Haben die in der Zukunft keine besseren Rüstungen oder was? Kein Wunder, dass sie in die Vergangenheit reisen mussten, um hier Stunk zu machen. Echt jetzt. Ah ja, okay. Es wurden weggeschossen. Auf kurze Reichweite anscheinend. Ah, okay, hier geht's weiter. Ja. Sekunde? So, so ist besser. Ich glaube, wo man langläuft. Ich weiß nicht, ob wir hier noch ein paar Lebende finden. Die sollen zwar welche sein, aber bis jetzt sieht so gut aus. Sag mal! The power levels on the flagship just spiked. Something's wrong. I doubt the Tholians are to blame. So. Muss man, glaube ich, auch mal wieder skillen, ne? Ich habe wieder keine Ahnung, wie ich skillen soll. Ist auch immer so toll. Wisst ihr was? Das Schiff geht fast in der Luft oder irgendwie was. Irgendwas war passiert, aber wir fangen jetzt erstmal... Wir stellen uns jetzt erstmal ganz gemütlich hin und skillen in der Runde. Ja, was skillen wir denn so schönes? In Kriegsmax, ja, hier, so. Ich glaube, ein bisschen Schaden wäre auch nicht schlecht. Ja, nehmen wir. Ist egal. Nehmen wir. Ist akzeptiert hier. Was ist das hier? Ah ja, wir haben ja noch dieses komische Kit. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwelche Fähigkeiten dazu gekriegt habe. Ich bin schon wieder völlig raus hier. Ich habe ja jetzt eine Woche Urlaub gehabt. Dann habe ich schnell zwei Folgen aufgenommen, in denen ich jetzt wahrscheinlich auch wieder jede Menge Scheiße gesammelt habe. Ja, was soll ich machen? So ist das. Ein paar Schilde. Oh, Moment, hier habe ich auch noch was. Ja, gut, da kann ich nicht. Oh, doch. Warte mal. Disability to resist incoming control effects. Ah, ja. Was habe ich hier hinten? Also, hier kann ich mehr Widerstand gegen Stun und so ein Scheiße. Ein Knockback, vermute ich, denke mal. Increased effectiveness of most control devices. Oh Gott. Ja, nee. Ich habe nicht, meistens nämlich nicht allzu viele irgendwelche Gegenstände. Das ist. Ich hau mir nicht so die Boostpreise hinter, da bin ich nicht so der Fan. Sind jetzt keine Punkte mehr da, oder? Ne, das war's schon wieder. Okay, was haben. Schaden. Da wollte ich hin. So, was haben wir hier? Mehr Schaden. Mehr Schaden. Ich würde sagen, wir bleiben bei Energiewaffen erstmal ein bisschen. Okay. Oh, cool.
Damage. Ach ne, das kriegen wir automatisch, da können wir uns nichts aussuchen. Ich glaube, aussuchen war hier. Ja, genau, da war aussuchen. Was, wir haben fünf? Fünf Points? Spaceship Points? Tatsächlich. Alter, warum? Warum so viel? Ist ja cool. Warte mal, da machen wir mal hier so. Zack. So. Als nächstes ist ein bisschen was in den Schilde. Ja, das passt schon. Ruhe. Ich muss das mal ein bisschen auch noch. Hab ich noch? Ja, ich hab noch. Immer, gib ihm. So. Kann man hier was. Ah, nee, konnte ich auch nicht. Ach so, R&D-Rezepte. Ja, gut. Da ich keine Offiziere habe, interessiert mich das jetzt auch gerade nicht so brennend. Ach, Manu, lasst mich doch mal im Frieden skillen hier. Was ist denn los mit euch? Das war, glaube ich, mein. Das muss jetzt warten, bis ich die Aufnahme fertig habe. Ah, jetzt haben sie schon wieder den Flöhe-Effekt. Da sehe ich immer nicht. Geh einfach weg. Ich habe mich getrunken. Nicht mal aus, also ein nach 4, Alter. Da muss ich ordentlich mit gesoffen haben hier. Und noch ein Hypospray. So, gut. Zurück zum Thema Skill. Ich wollte hier noch ein bisschen. Was macht das hier? Ist das, ich will not hit you. Ah, so. Ja, okay, also dass man nicht getroffen wird. Ich überfliege das jetzt nur mal grob. Es kann sein, dass das auch noch irgendwas anderes und blablabla bla bla macht, aber das ist mir alles egal. Achso, und das ist, dass ich besser treffe, das ist, dass ich schlechter getroffen werde. Ich wisst ihr was, ich hau hier erstmal voll ein in Schilde. Nur damit, nur weil es geht halt. Was war das hier? Was war? Und Troll, aha, okay. Drain, ah ja, okay. Was? Wir nehmen nochmal Photon-Torpedos hier. Das ist Base Damage auf Moment. Torpedo-Weapons, genau. Die nehmen wir jetzt. Weil wir können. So. Gut. Reicht. Genug geskillt. Skillen ist doch langweilig. Wer tut schon Skillen? Spieler mit Skill spielen ohne Skill. Ist denn? So. Ist das trotzdem. Ah, hier. Yeah, dieses Ding da. Keine Ahnung, was genau ist. Was? Gibt's hier irgendwie eine Lock-Funktion? If you want a little toy. Ach so, das ist schon belegt sogar, sehe ich gerade. Nee, hä? Jetzt ist es belegt. Hä? War das nicht gerade noch nicht belegt? Ist so allmählich, glaube ich, kriege ich hier Halluzination. Vielleicht habe ich doch gesoffen. Wer weiß denn schon so genau? Ja, das sind doch die einzelnen zwei blauen Fähigkeiten. Okay. So. Gut. Jetzt aber. Auf sie mit Gebrüll! Oder auch nicht. Muss ich noch irgendwas drücken, damit ich durch die Tür komme? Was ist das hier? Kann ich damit spielen oder was? Was zur Hölle? Hm, komische Teile. Ich will doch nur durch die Tür. Hab ich irgendwie irgendwas verpasst? Die Tür geht auf. So, das geht hier nicht in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir doch hier durch die Tür kommen. Hallo? Das ist ja komisch. Muss ich hier noch irgendwas? Doch noch irgendwas drücken? Hallo? Stell dich mal hier hin. Ne, da geht nix. Ist doch nichts, was man benutzen könnte. Ne, das kann man nicht benutzen. Kann ich hier benutzen? Die Tür kann man auch nicht benutzen. Sag mal, bin ich Banane? Soll ich irgendwas schießen? Irgendeine Konversation verpasst.
Irgendwas entgeht mir doch hier. Aber was? Ja gut, da haben wir die Kämpfe und bla. Das ist ja komisch. Was? Wie bin ich darauf gekommen? Hier gehen komische Dinge vor an Bord dieses Schiffes. Irgendwo vielleicht einen Gegner übersehen oder sowas. Wer steht da rum? Achso, das waren die, die hier rumlagen. So allmählich bin ich leicht verwirrt. Ich krieg die Tür nicht auf. Da kriegst du die Tür nicht zu. Hab ich irgendeinen Trigger verpasst bestimmt, denke ich mal, irgendwie hier oder so. Und jetzt habe ich den Salat. Da verpasst man einmal einen Trigger und dann das. Hallo. Hallo? Okay. Also bevor wir hier noch lange rumrätseln, mache ich mal den hier. Und versuchen dann das nochmal. Also, das geht ja so nicht. Ja, ja. Gut. Los, weitermachen. Ja, wir mit unseren Hüten. Wir finden uns toll. Ja, das haben wir verstanden. Anmachen. Once you have equipped your environment. Ja, ja, ist gut. Und rüberbeamen. Ich hoffe, das war jetzt nicht mein Fehler, dass ich da so lange gebraucht habe. Vielleicht haben sie sich gedacht, wenn er schon so lange braucht, lassen wir mal die Tür zu. Ja, wir wissen. Und da war der Tod. Den hatte ich gar nicht gesehen vorhin, dass der umgefallen war. So. Jetzt wird das ja auch probieren. Ja, das wird schon. Wir sind hier gut dabei. Ich spiele auch, glaube ich, keinen sehr hohen Schwierigkeitsgrad gerade. Was? Warum stehen da welche hinter uns? Macht tot. So, weiter geht's. Einmal durchscannen den hier. Naja, he's dead, Jim. Wer Star Trek kennt, kennt den Spruch. Oh, cool. Sekunde. Jetzt brauche ich schon wieder so lange. Ich versuche mich zu beeilen. Nimm das Ding ja mal nach unten. So, hier. Kriegst mal eine schöne Waffe. So, weiter geht's. Lauf, Forrest. Ein bisschen vorsichtig die Tür wieder zumachen hier. Noch mehr von der Sorte. Irgendwie raucht's. Hier ist nicht Raucherabteil. Steckt die Zigaretten weg. Alter, wie die droppen, ich werd reich. So, die Tür geht auf. So. Und wehe, die Tür öffnet sich jetzt nicht. Dann werde ich aber stinkig. Bring die mal ein bisschen langsamer um, vielleicht haben wir vorhin zu schnell agiert hier. Oh, grüne Schilde. MK3 sogar. Das war vorhin nicht, oder habe ich das, ups, übersehen? Aber selbst wenn ich es übersehen hätte, hätten die Dinger doch leuchten müssen, oder? Ich glaube, der Trigger kam früher nicht. Ich gucke mir das nachher nochmal im Video an. Also das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Also manchmal, weiß ich auch nicht, kam der Bug unerwartet um die Ecke. Und deswegen ging auch noch die Tür nicht auf, weil man hier noch eigentlich diese komischen Konsolen benutzen sollte. Sehr merkwürdig ist das alles. Okay. Und nun? Ah, okay. Da ist noch einer.
Energy readings on the flagship are returning to normal. Whatever you did worked. Stop the ship from detonating, but they're not cool. They've killed Tholian colonists and even hatchlings ruthlessly. What they've done here is an atrocity. Okay, wir müssen doch irgendwas machen. Ich werde die Folge mal wieder überziehen, weil wir vorhin gerade mal festhingen. Ich will die Mission auch wenigstens hier durch diese Sequenz bringen. Alter, der lag am Boden. Gleichzeitig stand sie aber wieder. Also diese Zeitverzerrungsdinger da, das sieht irgendwie komisch aus immer. The last remaining Tholians are close to your position. And more not cool are on their way. I'd hurry if I were you. Ja, wir beeilen uns ja schon. So, macht sie fertig. Oh Gott, da darf man nicht zu sich dran stehen. Ich glaube auch, selbst wenn wir auf derselben Seite sind. Grillt sie, bis sie durch sind. Das mein Fleischmedium. Irgendjemand liegt faul rum von meiner Truppe. Aber wo? Was macht die denn da? Ich will ja nichts sagen, aber irgendwie so ein bisschen buggy gerade? Eventuell? Erstmal wiederbeleben hier. Warum sind die hier? So. Aber wir haben jetzt den Auftrag, mit der Königin zu sprechen, also tun wir das. Was? Wer schießt? Alle Mann zu mir. Das ist ein bisschen buggy gerade. Ein bisschen. Nicht so schlimm, aber ein bisschen. Aber ich gehe das sprechen mit der Königin hier. Nix wie weg hier. Third Commandment. Right to kill your kind. This is irrational. Explain. Wir kommen gar nicht zu euch zu tun. All humanoids are the same. Chaotic, irrational, peaceful, then not. Roaring, then you leave. Those who call a cool kill our people. Wir sind nicht dein Feind. Our sisters must know. Leave now, Federation. Leave us to our final task. Ja, die komischen Nakul. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen, Nakul. Ich kann die gerade überhaupt nicht zuordnen in die Star Trek. Also in Star Trek-Universum. Also sie haben alle getötet und bla 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 und. Geben uns praktisch allen die Schuld und hast nicht gesehen. Wir sind jetzt okay. You cannot help us. Too late. The hatchlings slaughtered. The colonists lost. Nothing can help in the face of this terror. We must send our message. Others will come. Leave now. Alle sind tot. Alle sind tot. We've got enemy ships on an intercept course, including a dreadnought. Oh Gott. Won't last long against a force like that. And a dreadnought. Continue to fight Nakul. Keep them from us while we contact our sisters. If you speak truly, you will not betray us. Jetzt wollen wir die doch noch gegen diese Schiffe verteidigen. Ja, machen wir. Oh Gott. Okay. Aber bevor wir das tun, beende ich die Folge. Als wenn ihr es nicht habt kommen sehen, wa?
Denn nächste Folge geht's dann weiter mit dem Rest der Mission. Und dann sehen wir mal zu, was wir noch so machen. Okay, also, bis zur nächsten Folge. Viel Spaß und tschüss.